mal eben einen einzigen um ein paar. Underdog ist gefallen. Wenn ich einen von ihnen einzeln bekommen könnte, wäre das schön. Wie die jetzt sind zurzeit, ist das nicht gut für mich. Norwegen. Ich will eigentlich Plantations haben. Ich. Vorerst. Obwohl, das würde auch nicht schlecht sein. Gibt Geld. Nehmen wir das erstmal, weil das Geld gibt. Auch von denen wir gerade so wenig Geld, weil die Army Maintenance so hoch ist. Oder? Ey, ja, nice, nice. Meinst du, wenn wir da hingehen? 9. Juni, 5. Juni. Sehr gut. In Spanien auf. Erstmal den Schatten aufreiben. Den da unten. Hm? Was ist, ob wir den komplett aufgerieben haben? Gut, ihn mal da zu holen. Powerverlust. Ah, verdammt, ich habe vergessen, dass ich hier die Franzosen jagen wollte. Eigentlich will ich wirklich nur einen White Peace haben. Dass sich die Koalition auflöst. Oh, what? Da oben ist ein... Oh, what? Wo sind meine... Dinger? Da lang. Ein paar Prozent der Clergy geben und dann Admin Points nehmen. Behinderte an Coalition Swans ist immer, dass man super viel micromanagen muss. Hat immer ein bisschen ungeil. ,7 brauche ich noch. Unternommen habe ich gerade gegeben. Alle gerade gegeben. Unbedingt aufpassen.
von denen hier wegkomme. What? Dachte, ich schaffe es, von denen wegzukommen. Warum sind die so schnell? Fuck den Shit. Truppen. Ich dachte, ich kann, wenn ich den hier fighte, noch wegkommen, rechtzeitig. Bin nach Bergenhus. Dann komme ich an 15 da und er kommt sich am 14. Und war so klar. Hirten. Okay. Jetzt kann ich schon wieder nicht mehr ändern. Rauspießen? Noch nicht ganz. Okay, vergessen. Das ist ein bisschen bad, das tut weh. Ich sag grad, ich habe gar nicht mehr so viel Manpower. Ich muss sagen, dieser Koalitionswar ist schlimmer als ich dachte. Immerhin habe ich den Vorteil, dass wir in den Hügeln kämpfen. Wann noch? 26. Oktober, noch 2 Tage. Kampf ab. Immer noch Chance Superiority. Das ist gut. Best War Squad Hick für mich. Portugiesenblatt. Die Portugiesen komplett aufgerieben bekommen. Witzig von 53. Wirklich? Moment. Ah, da sind meine Schiffe. Wohl wieder 3% Army-Professionalismus. Test. Wir brauchen so einen möglichst schnellen General.
Mir egal, dass sie das teachen. Ich habe War Score. Geht für mich. Ich noch 8 Score. Ne, ich kann auch 17 Score gainen. Und der Krieg ist eigentlich schon mehr oder weniger vorbei. Das hier? Oh. Oh. Und diese ganzen Portugiesenflotten. Ich versucht aber vorhin die ganze Zeit schon irgendwie abzusahnen. Vielleicht will nicht raus. Was mit Portugal? Nee. In Portugal wollen nicht raus. Bringt mir halt überhaupt nada, außer dass meine Manpower depleted wird. Aggressive Expansion. Ich habe mir ja nur erklärt, weil ich keinen guten Bündnispartner habe. Ottomane? Obwohl ich eine der stärksten Militärnationen bin, nach ihm, mit 103, passt ihm meine Stärke überhaupt nicht, dem Ottomanen. Den Russen kann ich nicht als Bündnispartner nehmen, weil ich von ihm eine Provinz brauche später, nämlich die hier. Moment bitte. Wieder da. It's a custom nation. Wieder. Und ich sogar noch mehr. Raus mit denen. Ne, ich muss ein bisschen länger sitzen. Ich brauche einen etwas größeren Piece. Von denen. Obwohl, eigentlich nicht. Eigentlich, eigentlich okay, wenn ich jetzt rauspieße. Fünf Jahre Peace Time. Norwegen. Die sollten eigentlich nicht gehen, obwohl wenn ich da 100 dazu habe. Okay. Ich brauche Manpower. Meine Manpower ist die zweite im Keller. Gut, ja, und in London kann ich noch Manpower gut holen und Morotak. Perth ist okay. Wir verdienen ebenfalls. So.
Muss ich einen Moment chillen und warten. Gut, jetzt kommt wieder Geld rein. Jetzt sind 21. Was ein? Merchant Guild. Brand New World Chapter. Unbedingt noch mehr. Noch mal ein, zwei mehr Provinzen. Sollen wir mal halt einfach noch einen Minister? Ist noch eine Provinz. Norfolk ist gut. Oh, das waren die Abilities. Die wollte ich das eigentlich nicht geben. Fuck. Den Nobility Norfolk gegeben. Tausende Karten. Sehr gut. Essex ist. Okay. Workshop, Tempel, Shipyard brauchen wir eigentlich nicht. Okay, Shipyard ist in Ordnung. Mit wem würde ich mich anlegen? Norwegen und Papal State. Okay. Jawohl. Norwegen macht nicht mal mit, das ist gut. Papal State macht mit. Wie viel hat England? Irgendwo 20.000 ausgehoben. Nicht der Rede wert. Frage ist, wie schaffe ich das, dass ich nicht wieder in den Coalition War reinkomme? Mich hab ich. Schauen wir mal. Oh, Karu. Hat England Platz zu machen. Plantations werden so richtig anfangen, Geld zu liefern, wenn ich Manufactories anfange zu bauen. Okay. Mal seine Sachen hier. Seine Armee. Haben wir gerade. Wissen die? Da ist die. Aha. So. Dort die komplette Armee.
Dritte versteckt sich wieder. Ein Inquisitor. Gott. Uruguay, Ägypten. Ja, erst England spielen, dann England vernichten. Er ist halt so. Manchmal muss man halt hart sein. Irgendwo ist eine Kolonie fertig, glaube ich. Da. Da drauf. Schlimmste daran ist, an meinem Land ist, dass es so super weit gefächert ist. Es ist super schwer zu verteidigen, wie ich momentan angeordnet bin. Nur einen einzigen lassen und der Rest soll da hoch. Nicht, dass der Bock hat. Ach, Land. England. Jo. Ach ja, ich habe Englisch Brasil vergessen. Wenn er hier gibt. Nehmen wir. Will ich im Übrigen kaputt machen. So. Ich habe mit dieser einen Provinz gestartet, Karu. Mit Camagüey. Das war eine 5-Development-Provinz. Desmond ist gefallen, sehr gut. Wollen noch ein bisschen plündern. Kleinstar oder sowas hat sich ein bisschen Geld, ja. Plündern gehen. Quark können wir auch noch was abgreifen. Greifen erstmal Quark ab. Oh, what? Irgendwie geschafft, da rauszukommen. The fucking Sand. Die englische Armee aufzureiben.
die das entkommen? Wirklich? Oh, vielen Dank für den Cheer. Sehr gut. Mal sehen, ob England sich bereit erklärt, von einigen Provinzen zu trennen. Von Cambridge, Oxford, Kent, Sussex. Das sind die, die ich jetzt primär möchte. Wen treiben wir eine Koalition? England, Frankreich, Schottland, Britannien, Liege und Norwegen. Basically wieder genau dieselben. Warum meine ich Schottland immer? Schottland hat hier gar nichts mehr zu suchen. Schottland ist hier kein Stück mehr. Schottland ist da. Fuck you, Schottland. Oh, das ist eine gute Provinz. Wow, lassen. Können wir die lassen? Nein, die will ich brennen, verbrennen lassen. Mojito Cocktail Eis, wer macht denn so einen Kram? What the fuck? Kommt dann auf die Idee? Ich sehe gerade, dass ich mein Development irgendwo reinstecken muss. Irgendwelche Provinzen. Ich meinte, hier waren ganz gute Provinzen, wo man Development reinstecken kann. So Kakao-Provinzen sind immer gut. Da zum Beispiel. Ach stimmt, da oben sind ja auch noch welche. Habe ich ganz vergessen. Wo auch noch Provinzen sind. Ich würde gerne versuchen, diesen Engländer noch irgendwie aufzureiben. Aber der will nicht so recht sich aufreiben lassen. Sehr gut. Hey, geh nach da oben. Montgomery ist gefallen. Sehr gut, das heißt diese beiden. Auch meins. Bye bye England. Was ist mit meinem Peace-Deal? Gefällt dir der? Das sind 3-4 Provinzen, das ist okay. Die gute Provinzen, nicht nur All Provinzen will ich haben. Und wie viel Asche kann ich von dir bekommen? 800. Würde ich ehrlich gesagt gerne nehmen. Bleiben wir mal drauf stehen. Hier kann man plündern. Geh mal auf Leinster, plünder mal weiter. Ich habe voll viel. Norwegen wird hart angepisst sein. Frankreich wird hart angepisst sein. Frankreich ist sowieso schon hart angepisst. Franz, Portugal, Papua und ich. Nächstes Mal ziehen die den Papua State schon mit rein oder was? In den Koalitionswar.
Backbretagnen. Flaschen.